So, ihr Lieben, schaut mal. Da ist einmal das wunderschöne Bild von Tini Schnickschnack. Mit dem passenden Coverminder, mit den Fledermäuschen von Tini Schnickschnack und Tiny Tami. Und das werden wir jetzt zusammen auspacken. Wir gucken uns die Steine an, wir gucken uns die Leinwand an. So ein bisschen, vielleicht auch wo die Highlights sind, müssen wir gleich mal schauen. Und ja, wenn du das nicht verpassen willst, dann bleib auf jeden Fall dran und zwischendurch auf jeden Fall nicht den genialen Like-Button und den Abonnier-Button, der ist zum Teil aktuell bei mir sogar noch wichtiger, nicht vergessen einmal zu aktivieren, damit ihr hier auch nichts verpasst, was wir hier den ganzen Tag fabrizieren. Hi Friends, willkommen zurück zu einem neuen Video. Es ist heute für meine Verhältnisse wirklich früh. Wir sind natürlich wieder taggenau. ja, das Bild liegt schon seit Samstag, glaube ich, hier. Bei meinem Hochheitsvlog, der ist ja jetzt für mich auch neu und ja, ich liebe ihn. Er wird leider nicht so viel geklickt, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ist nicht schlimm, weil ich komme einfach zu diesem Kaffeeklatsch nicht. Und deswegen finde ich meinen hoheitlichen Vlog viel, viel besser und viel angenehmer. Und ja, wenn du das noch nicht gesehen hast, dann swipe mal ganz schnell zurück und guck dir den von Sonntag nochmal an. Denn es gibt noch ein zweites Bild und das zeige ich euch natürlich, als es ankam. Und da gibt es nächste Woche aber erst das Unboxing zu. Gut, das Bild ist wieder ein wunderbares, schnuckeliges Bild, was Tini gelauncht hat. Freitag vor zwei Wochen. Weil das Paket hat echt lange gedauert dieses Mal bei mir. Die haben natürlich bestimmt viele Bestellungen auch drin gehabt und das hat... Ja, eine ganze Woche hat das bestimmt gedauert. Ich meine, ich hätte Freitag oder Samstag letzte Woche bestellt. Also jetzt nicht diesen Samstag, weil da kam das ja an. Also vor anderthalb Wochen. Und ja, war schon lange, aber ist nicht schlimm. Alles gut, ich habe genug Bilder. So, das ist einmal das wunderbare Motiv. Ich habe mir natürlich den Coverminder wieder mit dabei bestellt. Ja. Ich finde die total knuffig. Es ist zwar, ganz ehrlich, gar nicht so diesen... Ich mag diesen Comic-Stil nicht ganz so, aber die haben mich auf jeden Fall sowas von abgeholt. Ich weiß auch nicht warum. Die sind einfach knuffig. Ich hätte mir das Kuscheltier noch mit dabei nehmen können, weil das Bild ist nicht ausverkauft. Das Bild ist ausverkauft, so rum. Aber es gibt das Kuscheltier, da hat es ja immer so ein Fledermaus-Kuscheltierchen gehabt. Das gibt's noch, ne? Aber das Bild leider nicht mehr. Heute geht das Video am Mittwoch aus. Ich sag mal, Tini wartet ja immer ein bisschen ab. Vielleicht kommt noch ein Restbestand dabei. Ne? Also schaut auf jeden Fall mal bei ihr auf ihrer Page vorbei, bei Instagram und bei TikTok. Also bei Instagram zeigt es euch immer alles brandexklusiv und sehr auch im Broadcast. Da schaut auch einmal rein, denn da kündigt sie auch an, wenn neue Produkte oder wenn auch Restbestände dann irgendwann online gehen, damit ihr schnell zuschlagen könnt, weil ich hätte, weil hätte ich es gewollt. Da gibt es so eins von Bexi.ai, irgendwie sowas. Das ist so ein Mädchen. Die Farben, das ist natürlich überhaupt nicht meins. Ne? Auch das Motiv nicht. Aber da sind ganz, ganz viele drauf, also nicht auf das, auf dieses Mädchen, da sind ganz, ganz viele drauf gesprungen. Blende ich euch mal hier ein. Das ist eigentlich ein ganz schönes, pastellfarbenes Bild. Das ist nämlich auch dann die Restbestände online gegangen. Und jetzt gerade hat sie auch in dem Broadcast wieder zwei schöne Bilder, einmal von Bexi und einmal von Sandrietta, so ein kleines Monsterchen. Hat sie gerade auch frisch angekündigt. Wann es rauskommt, weiß ich nicht, weil wir haben um kurz vor 9 heute am Mittwoch. Ich weiß nicht, wann sie es launcht. Sie hatte erstmal nach Namen gefragt. Heute, aber meistens launcht es ja entweder um 12 mittwochs oder vielleicht ist das für Freitag angesetzt. Weiß ich nicht. Zu dem Zeitpunkt jetzt gerade weiß ich es nicht. Also Angaben ohne Gewähr. So, wir schnacken nicht lange. Ich quatsche schon fast 5 Minuten.
Und genau, das ist einmal der Coverminder. Ne? Wir wissen, eigentlich weiß alle, was ein Coverminder ist, kann ich euch gleich aber kurz nochmal erklären. Und genau, ich kann euch den auch mal, hoppala, einmal auspacken. So, dann sieht man den besser. All diese wunderschönen Fledermäuschen, die sind echt süß. Also das wird auf jeden Fall die schwarze Hölle werden. Aber obwohl ich finde diese, viele haten ja diese neuen schwarzen Steine von ihr. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich liebe es, wenn die so aneinander, richtig schön aneinander sitzen. Das hatte ich ja bei dem Pummel-Einhorn auch schon, dass diese schwarzen und auch die weißen Steine, man musste ein bisschen mehr drücken. Ja, finde ich persönlich ganz cool. Das ist, glaube ich, immer so ein Geschmacksding. Also, wir gucken uns einmal ganz kurz die Verpackung an. Ne? Teeny Schnickschnack, Diamond Painting. Hier unten einmal, was wir in dem Set mit drin haben. Hochwertige Leinwand, Diamond Painting, Steinchen, Paintingstift, Ablageschiffchen und einmal Wachskleber. So, das zeige ich euch gleich auch das Toolset. Ne? So. Premium-Qualität, einfach selber machen, mehr Entspannung, schöne Dekoration. Die Kartons, die haben wir uns auch schon mal öfters angeschaut. Deswegen gehe ich da jetzt nicht ganz so extremst drauf ein. Und dann schauen wir uns mal das Herzstück an. So, den kann man mal, den tun wir mal da oben hin. Und das ist das wunderschöne Motiv. So, da haben wir es nochmal hier oben. So, das ist das mittlerweile 250. Bild von ihr. TSS heißt Tine Schnickschnack, komischerweise. Auch schöne abgesteppte Leinwand schauen wir uns gleich an. Da haben wir einmal das Bild nochmal. Ich habe es mit eckigen Steinen. Ich behente ja nur eckig. Das gab es aber auch in rund. 40 x 60 cm. Und wir haben wunderschöne 52 Farben. Davon haben wir 1, 2, 3, 4 AB-Farben und zweimal Neonsteine. Gut, dann packe ich das mal einmal knisterweise für uns aus und wir sehen uns sofort wieder. So, da haben wir es einmal alles ausgepackt. Das war alles noch in der Rolle mit drin. Das tun wir einmal kurz zur Seite, denn wir gucken uns hier erst einmal das Bild. So. Ich rolle das mal einmal so ein ganz kleines bisschen dagegen. Das ist bei. Warte, ich war ein bisschen lauter. So. Das ist bei gegossenem Kleber nicht so schlimm. Natürlich, ne, wälzt sich hier dann vielleicht ein bisschen die Folie, aber das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Ne? Einfach, das legt sich sowieso hinterher noch glatt. Das ist es einfach nur, damit ich euch das besser zeigen kann, das nicht so ganz so reflektiert. Und bei gegossenem Kleber können wir das machen. Bei einer Klebematte dementsprechend halt nicht. Erkennt ihr daran, das ist klar. Und eine Klebematte ist so eine lichtundurchlässige Folie drüber. So, wir können natürlich auch einfach so ein bisschen die Folie abziehen und sie wieder zurückschnacken lassen. Tendenziell, aber. Mache ich jetzt eigentlich nie. Also ich lasse es einfach ein bisschen ausliegen. Da fällt sich sogar noch mehr. Egal. Ich lasse es eigentlich immer ein bisschen ausliegen. Manchmal lege ich auch mal ein Buch oder sowas drauf. Und ja. Genau. So, da sind die wunderschönen Fledermäuschen. Von hier oben sehen wir schon Teeny Schnickschnack und Tiny Tami. Tiny Tami ist auch eine richtig coole Künstlerin. Die hat auch einen Online-Shop. Dürft ihr sehr mal gerne stalken. Ich verlinke es auf jeden Fall unten den Online-Shop und oh, ich weiß gar nicht, hat sie auch ein Instagram? Also sie hat auf jeden Fall einen Instagram-Kanal, aber ich meine, sie hat auch einen Online-Shop. Ich verlinke euch einfach beides unten drunter und dann dürft ihr mal gerne dort vorbeischauen. Ja, wie gesagt, wir haben 52 Farben, 4x AB, 2x Neonsteine. Wir gucken uns auch gleich an. Wir schauen uns aber erstmal die Leinwand an. So, auch hier haben wir eine wunderschöne abgesteppte Leinwand und
ihre Leinwand hat immer so einen Glitzereffekt mit dabei. Ne, das hat sie irgendwann mal geändert und ich liebe es. Ne, die ist wunderschön flauschig. Die Leinwand, abgesteppte Leinwand, habe ich glaube ich schon fünfmal jetzt gesagt. Und Diamond Painting ist nicht nur ein Hobby, es ist die Liebe zur Herausforderung. Das ist ihr Leitspruch. Und hier unten haben wir nochmal die Kanäle, die sie bedient. Da haben wir einmal TikTok, YouTube, da lädt sie auch jeden Sonntag einen Tagebuchteil hoch. Hier haben wir einmal Instagram-Kanal und einmal einen Facebook-Kanal. Also sie ist eigentlich überall vertreten. Wenn man sie bei Instagram hat, hat man eigentlich alles, was man braucht, weil sie postet sonst auf ihren anderen Kanälen überall das, ja, eigentlich dasselbe Video mache ich ja auch nicht anders. Ich drehe einmal ein Video und dann poste es bei TikTok, bei Instagram und neuerdings auch bei YouTube Shorts. Und ja, so sieht's aus. So, wir können uns mal kurz, ich zoome euch mal ran, den Druck anschauen und auch hier, wo ist er? Ach, wir sind hier zwischen den Nasen. Jetzt wollte ich gerade. So, so wollte ich das machen. So, ne, hier sieht man, hoppala, hier sieht man den wunderbaren klaren Druck, den wir auch hier haben. Ne? Auf den weißen sind sie schwarz und auf den schwarzen sind sie weiß. Da müssen wir uns gleich mal schauen, was sie für Neonsteine da hat, weil die Neonsteine, die sind tendenziell immer ein, ich suche mal wieder raus. Die sind immer ein bisschen durchsichtig. Und da müssen wir gleich mal schauen, wo die gesetzt sind und ob das dann durchschimmert. Mag ich tendenziell nicht so gerne, wenn die so durchschimmern. Das ist aber eigentlich nicht so unbedingt schlimm, weil das Bild, wenn es an der Wand hängt, sieht man es nicht. Ne? Man sieht dann meistens so ein bisschen das Symbol drunter. Da ist natürlich ein bisschen blöd gemacht, aber. Kommt immer auf die Farbe einfach drauf an. Ne? Wenn's, ich denke mal nicht, dass sie schwarz als Neonstein benutzt hat. Obwohl, das wäre auch geil, ne? Wenn so eine Nacht, also es ist ja keine nachleuchtende Farbe, Neonstein, aber wenn das Schwarze hier drin, so wie beim Bild von Diamond Art Club, da gab es ja einmal so ein Schiff, das finde ich übrigens immer noch richtig geil, das will ich auch irgendwann nochmal haben. Und dann sind das nachtleuchtende Steine. Und dann, wenn das an der Wand hängt, dann sieht man immer das Schwarze hier drin von den Fledermäusen aufleuchten. Oh, das fände ich irgendwie cool. Und dann vielleicht die Sterne in normalen Weißen. Das hätte ich mir auch richtig, richtig cool gefunden. So, dann schauen wir uns. Ne, das schauen wir uns noch nicht an. Ich lege das mal hier hin. Wir schauen uns erstmal an, was es noch mit dabei gibt. Einmal ihr Toolset natürlich mit ihrem Logo gebrandet. Und wer mich verfolgt schon ein bisschen länger, weiß auch ganz genau, dass dieses Schiefchen an meine Cousine geht. Ne? Letztens hat sie, war sie bei mir und ich habe ihr mal alle gegeben. Das waren bestimmt boah, 10, 15 Stück. Und mittlerweile habe ich da bestimmt von gehabt. So, einmal. Ein Stift, was ist da für ein Pobel dran? So, einmal mit einer Einserspitze. Das steht, glaube ich, gar nicht dran. Nee, weiß ich nicht. Aber hier haben wir auch bestimmt so ein Siebener bestimmt. Und das sieht aus wie ein Dreieraufsatz. Benutze ich jetzt persönlich nicht. Aber die gebe ich halt immer weiter an Online-Shops, die. Einen die Stifte herstellen und ja, wenn denen die Spitzen ausgehen, dann kann ich sagen, jo, ich habe was für euch, die schicke ich euch. So, dann haben wir hier einmal eine Spitze, die benutze ich mittlerweile eigentlich hauptsächlich. Manche sind gut, manche sind nicht gut. Ja, hier ist immer so eine Kappe mit auf. Aua, natürlich packe ich auch noch dran, weil die natürlich schön spitz sind, ne? Also da auf jeden Fall aufpassen, aber ihr seid ja keine kleinen Kinder mehr. Wie gesagt, hier ist einmal das Schiffchen und hier haben wir einmal das Wachs mit drei Plättchen, also mehr als genug. Ich kann mir mittlerweile auch wirklich eine eigene Kerze damit gießen. So, das war das Toolset. Dann ist bei ihr im Set immer eine Sticker-Legende mit dabei, wo ihr die Sticker
auf Garagen kleben könnt, auf Container kleben könnt. Manche kleben sich die auch auf die Dosen oben drauf. Ich mache es in der Garage. Und ja, wenn ich es aus Dosen painte, dann habe ich den Dosenkoffer von Tini und da sind die Zahlen von 1 bis 60 drauf. Und dann gucke ich einfach das Zeichen, habe die Legende halt neben mir liegen. Und dann kann ich da genau gucken, welches zu welchem hinzugehört. Oder wie gesagt, auf Container oder Garagen kann ich es direkt drauf kleben und dann sieht man das auch. So, die sind auch vorgestanzt. Ne? Das heißt, die kann man hier einfach abziehen, die muss man nicht noch zurechtschneiden. Außer wenn man sie halt auf diese kleinen Dosen klebt, dann würde ich jetzt vielleicht die DM10-Nummer einfach abschneiden und dann nur. Doch. Würde ich das machen? Ja, doch. Ich glaube schon. Ich glaube, ich. Ne, die DM10-Nummer würde ich nicht stehen lassen. Ich glaube, ich würde das hier stehen lassen, weil das ist ein bisschen kleiner, um auf diese kleinen runden Dosen das zu painten. So, genau. Hier am Ende stehen die Sondersteine. 4x AB, 2x Neonstein, das hatten wir jetzt auch schon 5x. Aber damit es nicht vergesst, und hier ist nochmal eine Anleitung auf der Seite, wie man dein Painting macht. Und hier ist einmal der quasi der Sticker von dem Motiv für euer Tagebuch oder was auch immer ihr da gerne mitmachen möchtet. Ich klebe mir das bei mir immer, wenn ich das Bild anfange, in mein Tagebuch rein und ja, dann weiß ich, welches Bild da gerade zugehört, weil auch das ist, ich kriege es bestimmt nicht ab, aber ihr seht es, es ist ein Sticker. Ja, also nicht nur die Sticker-Legende, sondern auch das hier alles ist komplett ein Sticker. Das heißt, das schneide ich mal raus und dann kann ich das wunderbar in mein Tagebuch kleben. Genau. Ich liebe es, dass das mittlerweile immer mit dabei ist. So, und jetzt haben wir hier die wunderschönen Steine. Hier oben blinken uns schon die AB-Steine entgegen. 4 Stück, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Und ja, irgendwo verbirgen sich da auch die Neonsteine mit drin. Schauen wir uns mal die Ranch an. Ist natürlich alles sehr dunkel, weil komischerweise ist das Bild auch dunkel. Ich würde auch mal schätzen, ich habe es noch nicht gesehen, anhand des Schwarz. Rot ist nicht so ein Riesenbild, ich würde sagen 5 Tüten schwarz. Also 5, nee, das ist mehr, ne? Mal gucken. Ich würde sagen, es sind hier 5 Tüten 310 schwarz mit dabei. Gut, wollen wir mal gucken, ob das auch sich bewährt. Ob das genauso kommt, wie ich das jetzt gerade vorher gesagt habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns sofort wieder. Offenbare, was in dir steckt. So, können wir mal ein bisschen näher rangehen. So, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Das ist ja das Schöne bei Tini. Ihre Steinschlangen, nenne ich sie jetzt mal. Hoppala. Ihre Steinschlangen sind alle nacheinander sortiert. Das heißt, wir fangen bei 1 an und enden hinterher bei der Farbe 52. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr cool. Und auch, warte, das kann ich euch das an einem Stickerbogen zeigen. Wir haben von 1 bis 8, auch wirklich die 8, die 9 hätte auch noch sein können, aber ist nicht schlimm. So, und dann fängt es an, D, F, H, J, K, M. Also das ist nach der Reihe. Und dann kommen erst die Symbole. Das finde ich, sowas finde ich halt immer cool. Das ist so, glaube ich, so ein innerer Monk von mir, der das verlangt oder der das richtig cool findet. Und ja, bei manchen ist das halt nicht so, aber wenn man Garagen so wie ich paintet, weil manche Hersteller machen das einfach nicht, ist das auch nicht so schlimm, weil ich dann mir das dann selber mit den Garagen und so, oder auch wenn man sich die Sticker irgendwo draufklebt auf Dosen, kann man sich das dann selber hin und her schieben und ja, dann bin ich damit auch zufrieden. So, wir fangen hier einmal an mit der 1, mit der 154. Dann haben wir hier einmal die 155, 158, die 159, die 160, 161, 209 und die 210. Und jetzt kommen die schwarzen Tüten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, Mist, 2 daneben. Egal. Unser wunderschönes Schwarz.
freue mich. 317, 318, 322, 327 und die 333. So, dann müsste es hier weitergehen. Das ist auch so. Da haben wir die 336, die 340, die 341, 413, 414, 550, 553, 762, die 791, die 792, die 796, 797, 809, 819, 820 und schöne volle drei Tüten 823. Das ist so das dunkelste Blau. Na, es gibt noch ein dunkleres, das kommt gleich. Fake News 824 und das ist so das dunkelste Blau bis kurz vor Schwarz mit der 939. Ist natürlich alles sehr lila und blaulastig, aber das haben wir uns natürlich vorher schon gedacht. Hier sind nochmal drei Tüten von dem dunklen Blau. Ich weiß gar nicht. Nee, doch. Das, was man hier sieht, das ist alles wirklich in Schwarz. Auch hier oben. Ja, gespannt, wo die anderen Farben gleich hinkommen. Wir gucken uns gleich aber auch an, wo die Sondersteine hinkommen. Dann haben wir die 3607, die 3608, die 3609, die 3743. Die 3746, 3747, 3756, die 3807, die 3834, die 3837, die 3838, 3839, die 3840, das weißeste Weiß, ein wunderschönes Weiß, die 5200. Ein Tüten, zwei Tüten und, okay, viele Neonsteine sind es jetzt nicht, ne? Das ist einmal ein Weiß mit Neonsteinen und das ist einmal so ein Blauton mit Neonsteinen. Und da seht ihr, die sind so ganz, ganz bisschen durchsichtig, die Steine. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wo die hinkommen. Und dann haben wir hier einmal 208 AB. 211 AB, 605 AB und die Farbe 798 AB. Also zweimal lila, das ist hier so ein, so chrom kann man es vielleicht besser sehen, so ein Rosaton und hier haben wir einen schönen Blauton. Gut, dann gucken wir mal, wo sich im Bild die Sondersteine verbergen. So, als allererstes schauen wir uns einmal die 49 an. 49 hat diese Raute hier. Ne, nicht Raute, aber dieses Dreieck. Da gucken wir uns mal an, wo hier auf dem Bild das Dreieck ist. Das ist natürlich eine gute Form. So, da. Wo ist mein Finger? Da. Da haben wir so ein paar. Da, hier hoch. Haben wir ein paar. Hier oben. So zur Einordnung. Ich mache es mal ein bisschen. Wir sind hier oben quasi in der Mitte. Da oben haben wir so ein bisschen. Dann geht es hier an den Rand so ein bisschen. Ja, nicht wirklich. Hier, da haben wir sie nochmal einzeln. Also die sind hauptsächlich hier in dem Rand irgendwo drin verarbeitet. Ne, da haben wir sie auch noch mal ein bisschen außenrum. Ich denke mal hier unten. Ne, hier unten haben wir sie nicht. Ne, doch da sind noch mal so ein paar. Aber so ganz, ganz dezent. So, dann haben wir hier einmal die 211. Also dieser sehr rosa. Das ist aber auch eine andere Farbe. Oder da ist das ADAB-Bestaubung von hinten. So ein Fliederton. Flieder hat dieses Symbol. Da sehe ich es schon. Das wird sich auch hier oben die Fledermäuse rumbewegen. So ganz dezent.
Und da ist dieses Zeichen. Ja, hier haben wir so ein bisschen hier ist der andere AB. Da ist er auch nicht. Da oben haben wir ihn wieder hier. Da oben haben wir ein bisschen, das sieht sich, da zieht er sich auch ein bisschen mit hin, dieser hellere Ton. Dann da haben wir ja den dunkleren und hier ist der hellere lila Flederton. Ja, das einmal nur so zur groben Einschätzung. Und dann haben wir die 605. Das ist dieses Haken, also hier diesen ist richtig Haken. Den haben wir schon direkt wieder hier. Neben den Fledermäuschen. Das kann ich jetzt besser erkennen, weil das eine andere Farbe ist. Genau hier geht er auch wieder mit oben hoch. Da haben wir kurz vor den Örkes. Hier hinten, da haben wir nochmal so ein paar dezent gesetzt hier. Ja, am meisten wird es natürlich dunkle, schwärzere Steine haben und einmal hier. Also das werde ich jetzt nicht in naher Zukunft painten, das ist klar. Aber irgendwann auf jeden Fall. Hier haben wir einmal den blauen AB-Ton und der hat einmal diese Blume. So, und der wird sicherlich auch hier überall irgendwo am Rand sein. Da ist diese Blume. Überall, wo es halt dementsprechend blau ist. Hier geht er komplett ein bisschen hoch. Ja, hier auch kurz vor der Brust der Fledermaus. Das war der Coverminder. Ich brauche dringend einen größeren Tisch. Hier überall haben wir die AB-Ton auf jeden Fall verbaut. Hier denke ich mal, jo, da ist er noch oben hoch. Und da ist er auch noch mal ein bisschen, da sind wir wieder oben. Wunderbar. So, ja, ist ein bisschen enttäuschend, dass es so wenig von den Neonsteinen sind. Müssen wir mal schauen, wo die verbaut sind. Ich kann mir vorstellen, vielleicht in den Augen. 47 hat dieses Symbol hier. Und da muss ich jetzt mal eben selber gucken. Ja, es ist in den Augen. Da. Einmal da in den Augen und einmal da in den Augen. Aber das sind ja nur 7 Steine. Wo sind die denn sonst noch drin? Ach, die sind in den Sternen drin. Da. Das sind die Sterne. Das macht natürlich Sinn. Also hätte ich jetzt auch so gemacht, aber ich hätte vielleicht ein paar mehr eingebaut. Ne? Da oben sind die Sterne. Hier in den Sternen da drin. Da sind die weißen Neonsteine drin. Und dann wollen wir uns noch gucken, wo die blauen drin sind. Also das ist kein Glitzer drin. Das sind jetzt keine Jellies. Ne? Das sind rein nur Neonsteine. Ich weiß gar nicht, ob sie nachts leuchten. Müssen wir mal gucken, ob die vielleicht sogar nachts leuchten. Glaube ich, na, obwohl das bei der Winterassel leuchten die auch. Muss ich gleich mal gucken. Die 48 hat dieses Symbol und es ist weiß von innen. Das ist natürlich schon klug, ne? Weil der ja auch so ein bisschen durchsichtiger ist. Und dann müssen wir mal gucken, wo sich dieses Symbol befindet. Ist das? Ja. Das bewegt sich um die Öhrchen von der Fledermaus. Also alles hier, dieser Blauton komplett einmal drum rum. Das ist Neonstein.
Ja, muss man mal gucken, ob die Nachtleuchten sind. Das wäre natürlich schon komisch, wenn das Nachtleuchten wäre und man nur die Ohren sieht. Weiß ich nicht, das sieht vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen dämlich aus. Genau, hier, da alle Ohren, da ist der Ton nochmal verbaut. Sonst sehe ich jetzt nichts mehr auf den ersten Blick. Vielleicht hier unten noch irgendwo. Gut, aber so für den ersten groben Überblick würde ich sagen, habe ich euch doch einen guten ersten Eindruck auf jeden Fall vermittelt. Gut, wie gesagt, einmal das, die Sticker-Legende, dann das Toolset, das befindet sich hier. Und dann haben wir die ganzen Steine. Zack. Und das ist das Bild, was leider aktuell ausverkauft ist, aber wunderschön und ich bin froh, dass es mir ergattert habe. Der Covermann, der liegt jetzt gerade auf dem Boden. Da ist er, der darf auch nicht fehlen. Genau, der ist übrigens nicht im Lieferumfang mit drin. Den bietet Tini immer extra noch mit an. Von daher, ja. Wenn man ihn nicht braucht. Ach so, das habe ich vielleicht, muss ich vielleicht noch mal einmal erklären, wofür der Coverminer da ist. Und habe ich am Anfang hier diese Folie gezeigt, die man anheben kann, weil hier unten ist ja die Klebematte. Und der Coverminer ist einfach dafür da, damit die Folie einfach da bleibt, wo sie ist. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, nimmt man sie runter. Und dann kann die Folie sich wieder auf dem Bild drauflegen, damit das alles wieder schön kleben bleibt und geschützt ist. Gut, dann würde ich mal sagen, das war mein erster Überblick über dieses wunderschöne Bild. Ich finde es wunderbar und Tini, wenn du, ich glaube, du siehst es bestimmt eh nicht, du hast gar nicht so viel Zeit, die Videos zu gucken, aber mach weiter mit Tiny Tami. Die macht so wunderschöne Bilder und ja, ich persönlich bin da sehr begeistert von und ich denke mal, deiner anderen Fans. Hundertprozentig auch. Gut, dann würde ich mal sagen, habt ihr einen ersten Überblick. Wie gesagt, schaut mal gerne bei ihr auf ihrem Broadcast vorbei, bei Instagram. Da zeigt sie auch immer, wenn Sachen wieder online gehen oder wenn Sachen, die jetzt ausverkauft waren, so 1,5 Wochen später, sie wartet ja immer so ein bisschen, bis die Sachen bei den Kunden sind, um eventuell Sachen noch nachzuschicken. Wenn das alles safe ist, dann wird sie noch die Restbestände online stellen und dann seid ihr an der Reihe, um dort nochmal zuzuschlagen. Dann wünsche ich euch einen bezaubernden Tag, kommt gut durch die Woche und wir hören und wir sehen uns am Freitag. Macht es gut. Ciao.